Das politische Schachbrett wackelt. Das Vertrauen der Bürger in ihre Regierungschefs schwindet zusehends. Doch woran erkennt man zukünftige Wahlverlierer? Laut Journalist Gabor Steingart anhand von 5 Todsünden, die den Absturz prophezeien. Die erste Sünde sei der Elitarismus. Hierbei nutzen Politiker ihre Amtsinsignien und Sitz zur Selbstdarstellung, anstatt Inhalte zu liefern. Die zweite Sünde sei die Verwendung einer künstlichen Politikersprache. Hierbei handele es sich um das Phänomen, dass Politiker glauben, ihre einfache Sprache im Hohen Staatsamt ablegen zu müssen. Die Folge ist eine Sprachlücke zwischen ihnen und ihren Wählern. Die dritte Todsünde sei das Overpromising. Problem hier sei, dass Politiker mehr versprechen, als sie halten können. Dies erzeugt eine Kluft zwischen dem, was den Bürgern versprochen und was tatsächlich gehalten wird. Bei der vierten Sünde handle es sich um den Mangel an Vertretung. Hierbei fühlen sich bestimmte Bevölkerungsgruppen nach der Wahl im Stich gelassen. Dadurch entsteht ein Gefühl des Nicht-Gesehen- und Nicht-Gehört-Werdens. Die fünfte und letzte Todsünde sei laut Gabor Steingart die Diskrepanz in der Prioritätensetzung. Die Regierungsagenda stimmt oft nicht mit der Agenda der Gesellschaft überein. Themen wie Klimawandel und Kriegsführung werden überpriorisiert, während die materiellen Bedürfnisse der Menschen herabgestuft werden.